Okay, Zamazenta, das Schwertwolf-Pokémon aus der Galar-Edition, glaube ich. Und ja, Manaphy habe ich nicht gefunden. Hab ganzen Ozean abgesucht. Jo. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. 11, 115, okay. Level 70. Und ja, ich bin ziemlich reingeworfen worden, weil ich gegessen habe und eigentlich noch duschen wollte, aber nö. Ich möchte noch eine Folge machen wegen diesem Pokémon. Jo, ich weiß nicht, wo das Schwert ist oder ob es einfach eine Version ist, die kein Schwert oder Schild hat. Oder ob es ein anderes Pokémon ist, genau weiß ich es nicht. Aber ich könnte es kurz nachschlagen eigentlich. Jo. Die vorherige Folge war erst kurz, paar Minuten alt, also ja, ein bisschen länger, 5 Minuten. Und ja, ich warte eigentlich noch auf die Akazienbäume, die geben nicht viel Holz gerade, noch nicht viel Holz. Ja, ich tue jetzt einfach mal den mittleren kaputt machen, wenn ich das kann mit der kaputten Axt. Jo. Und ja, jetzt suchen wir weiterhin noch ein paar Pokémon. Und ich habe, glaube ich, einen Taubsi in Rosa gefunden. Also ein rosa oder ja, ein pinkes Taubsi. Und das möchte ich gerne trainieren, weil ich einfach Lust drauf habe und es einfach speziell ist. Und hier habe ich noch den anderen Loot. Ich habe noch ein bisschen gemeint, genau. Jo, das war ein bisschen länger als 5 Minuten scheinbar. Ja, okay, es ging relativ schnell, weil die Erze echt nah aneinander sind. Genau, so genau weiß ich das natürlich nicht mehr. Also ja. Noch nicht, aber ich muss ein bisschen nachdenken. Ja, was habe ich eben angefangen zu essen? Während dem Essen noch ein bisschen gemeint, vielleicht so 15 bis 20 Minuten. Und das hier in der Mine 1. Okay, wir gehen wieder auf Reisen. Und gehen zur Daycare. So, hier haben wir alles gefunden. Wir sind ja nach Westen noch gegangen. Und jetzt gehen wir zu dieser Stadt, weil dort ein Ding ist. Ein PC zum ja, Pokémon holen. Dann haben wir halt noch nicht hergestellt. Kann man sicher herstellen, oder? Weit PC, aber den PC selber. Ja, toll, weißt du? Man hat alles, aber man weiß nicht, wie man ihn herstellt. Red Pilz. Ah, hier. Aluminium, okay. Redstone-Lampe. Redstone-Lampe war Glowstone. Haben wir eventuell ein paar? Müssten wir wahrscheinlich so Lampen-Pokémon oder so besiegen für Redstone, für Glowstone? Jo. Könnten wir eigentlich dann irgendwann mal machen? Aber eben, es ist halt immer so ein bisschen schwierig, irgendwelche Sachen zu bekommen in Pixelmon. Da wir nicht einfach irgendwelche Monster besiegen können oder so. Also Glowstone muss man ja netter machen. Aber wie soll ich jetzt Obsidian, jo, abbauen? Ich habe ja Diamanten gefunden. Doch, ich kann. Also jetzt könnte ich. Aber es ist echt schwer gerade, ey. Boah, ich weiß nicht mal mehr, was ich gemacht habe und so. Ich weiß nicht mal, weil einfach das Pixelmon und das Path of Exile Let's Play mich so angestrengt hat wieder. Wenn man das so viel machen muss. Ich will ein Spiel spielen, wo man einfach ab und zu etwas wieder Neues machen kann oder so, aber nicht ständig. Also die ganze Zeit, okay, das ist so eine, den Galaxiestadt wieder. Wo wir nicht leider so etwas finden mit Verpflegung. Pokémon heilen. Es ist nicht so weit weg, aber ich möchte gerne das anders finden. Das Neues. Oder es ist einfach too much. Too much Spiel. Ohne wirklich guten Content. Dürfen wir heutzutage nur noch Spiele haben, die yo, Quantity sind. Keine Qualität mehr haben. Ist das wirklich so wichtig für die Entwickler, nur noch auf Quantity zu machen? Und alles vollstopfen. Leider ist dieser Mod halt auch ein bisschen. Ja, es ist schon Quality, so Pokémon zu haben. Animationen und so. Aber das Kampfsystem könnte mal animiert sein. Das ist halt schwer. Aber es können ein paar Sachen gemacht werden. Klar.
Nur eben, ja, wir müssen ja sowieso noch ein Flug-Pokémon haben. Deshalb schauen wir doch mal, ob wir das Bautz entwickeln können. Am meisten Lust hätte ich einfach auf irgendwelche kleinen, winzigen, wie sagt man, Baby-Pokémon oder so. Einfach so gechillt irgendwie zu kämpfen und immer wieder zu verlieren natürlich. Aber ja, ist das ein Käfer-Pokémon? Das Burmy. Das ist auch irgendwie ein anderes Pokémon. Ich brauche Gestein- und Boden-Pokémon. Ja, genau, Esel. Yay, ich will wieder diese. Ja, sind sie Pampros? Sind das Pampros? Pampros ist doch irgendwie etwas anderes. Nein, das ist Pampros, oder? Ah, Pampuli, genau, Pampros ist die weiterentwickelnde. Also. So, und nicht zu viel Schaden allein. Genau, gar kein. Hat keine Wirkung. Oh, und braune Keramik sogar. Nochmal eins, aber jetzt mal schauen wegen Level. Ist Level 20, ist zu hoch. Okay, dann holen wir doch mal noch das Klonkett, genau. Und knapp tot. Nicht so viel Schaden bekommen. Die Überreste haben uns geheilt, sehr gut. Und immer noch keine Entwicklung. Oh, Level 21 sogar. Okay, das hier noch. Also jetzt kommen wir schneller vorwärts, weil wir einfach die Pokémon auch haben. Also immer die schwachen Pokémon zu verwenden, oder? So, und jetzt baut's mit Level 18. Nein, Level 17. Ja. Doch Level 18. Oh, ein Onyx rechts. Lol, diese Animation hier ringsum. Sollten das Strahlen sein? Amperatos, genau, und das ist der gechillte. Der sieht so mega gechillt aus. Also, Onyx, du gehörst mir. Also, ich möchte gerne direkt mal einen Ball werfen. Einen Ball werfen. Flottball. Ich möchte einen Onyx im Schrank. Auf dem PC. Bitte, bitte, bleib drin. Was? Dafür tut es sich irgendwie. Es tut nicht mal sich. Schwächen. Okay. Gut, habe ich ein bisschen Schaden bekommen. Egal. Und jetzt halt ein Superball. Und ich hätte gerne. Was? Wieso ist das so ein schwer zu fangendes Pokémon? Wir haben kein Glück, weil wir kein Glück haben dürfen. Ich müsste es eigentlich jetzt. Oh, das bekommt viel Schaden. Schlafen legen? Ja, schlafen legen, aber nicht dich noch mehr heilen. Und jetzt nochmal so ein Superball, damit wir die weg haben. Wir brauchen Hyperbälle. Ich habe die anderen Apikoko noch angepflanzt. Also wir haben, glaube ich, jetzt alle angepflanzt. Vielleicht gelb oder so fehlt noch. Irgendwie so etwas, aber schwarz haben wir auch schon angepflanzt am Anfang. Gut, ich möchte kurz mal schauen, ob du mit mir fliegen kannst. Eben nicht. Ich dachte es mir. Und vielleicht muss es auch wirklich fliegen erlernen. Also weiter trainieren. Oh, das ist auch sehr wichtig. Aber da haben wir schon ein paar. Und dann haben wir bald keine APs mehr. Du bist ein bisschen low-leveliger. Nein, du bist Level 31. Einstein, komm. Gut. Was hat keine Wirkung? Ah, ich bin ja Aperatus. Dachte schon. Gut, also ich habe ja das Arbeitetus. Bumpy. Das war auch ein Pokémon, das ich eigentlich immer dabei hatte, aber ich habe es nie so richtig trainiert. Langsam eben sind die AP weg von der guten Attacke. Ach, schade. Schnabel. Nass zum Schleifstein.
bekämpfe 50 Pokémon. Da habe ich noch irgendwas Ding im Tapuz. Was, Kyoko ist auch? Einen Kyoko ist auch noch in einem warmen Ozeanbiom erschienen. Habe ich gar nicht gewusst im letzten Part. Gar nicht gesehen. Genau, hier ist Schöne in Rose, mein Genie aber anders. Und das habe ich noch gesehen. Ah, einfach die Achievement, aber die sind weiter oben oder so. Ja, okay, die zwei Achievements habe ich noch bekommen. Sonst eigentlich nicht viel, hä? Geht noch nicht so schnell. Ah, die Kleinen kann ich ja mit Schattenstoß erledigen, ne? Ja, sind nicht so dagegen im Nun oder so. Ich bleib hier oben, schlaf aber erstmal. Genau. Und trainieren halt weiter hier. Ein Pokémon. Lohnt sich natürlich mehr. Ich weiß, ich bin ein bisschen inaktiv, ineffizient. Ich möchte aber zuerst mal ein bisschen lockerer. Ich möchte jetzt nicht gerade mega gute Pokémon haben und dann Langeweile haben. Und ich möchte sie eigentlich so ein bisschen motivierter hochbringen und alles. Okay, es macht nicht so viel Schaden. Wurde vom Himmel geholt. Was ist denn das für ein Attack? Katapult, okay. Sind wir jetzt gerade kein Flug-Pokémon mehr, der Ding? Apparatus? Apparatus? Keine Ahnung. Und wir sind irgendwie wieder geheilt. Die APs wurden geheilt? Von was? Von Level-Up oder so? Okay, sehr spannend. Da ist wieder dieses Teil hier. Das Level 22, gut. Die HP wurden geheilt. Was, sehr effektiv? Schon wieder? Ach nee, wegen Flug, ne? Es gibt auch irgendwelche Steine, ne? Macholo. Okay, die Starken bekämpfen wir mal. Das zum Beispiel hier. Aber es geht auch ein bisschen lange, hä? Bis es wieder levelt. Okay. Sehr gut. Schade, dass die Größenversion. Oh, es hat mich getötet. Nein. Ich Carpador, das muss ich ja auch noch lernen. Aber, ja gut, ich habe gewonnen. Weißt du, die haben ja immer diese Robustheit und das macht halt einfach die Pokémon kaputt, weil die anderen noch angreifen können. Ah je. Also ich möchte gerne Carpator irgendwie trainieren. An nicht zu zähen Gegnern, genau. Ah, das ist auch zäh. Shit. Ich hau mal ab. Ich möchte irgendwie nicht so zähe Pokémon haben. Zum Beispiel hier. Das Flurmel. Das Bank ist zu groß. Flurmel ist zu weit oben. Zu hochlevelig. Mann, oh Mann. Tja, alles irgendwelche zähen Pokémon hier um. Nen Vogel! Dalalini. Komm, du kämpfst gut gegen den Vogel. Gegen Vogel gewinnst du. Ich möchte einen Garados haben. Ach nein. Weg damit. So. Ich möchte nicht eine andere Attacke machen. Okay, Glumanda. Ich möchte es gerne fangen. Ich kann es nicht gut schwächen wegen Pflanze, Feuer. Ja, gut. Weißt du, wirklich typisch. Ich müsste Flottbälle eigentlich zuerst einsetzen, oder?
Ja. Es ist einfach nur am Anfang direkt stark genug. Ach Menno. Ich habe nicht mehr so viele Bälle. Wie kann man nur so Pokémon so zäh fangen lassen machen? Das ist Wahnsinn. Also Pixelmon ist immer schwieriger als die Pokémon-Spiele. Ach komm. Das ist cooler Augen. Hier habe ich ja echt nicht viel. Boah! Jetzt, aber wenn ich kein Hyperball jetzt. Du musst drinnen bleiben. Okay. Jetzt geh. Katze, geh. Ja, mit einem Hyperball einen Pokémon fangen. Okay. Was ist das? Ah, das ist die Nachentwicklung von diesem runden Stein-Pokémon. Und dort haben wir noch ein Portal. Gut. Ja, ziemlich viel los jetzt in Pokémon. Ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen Pläne oder so, aber ich mache einfach random Sachen. Also eher so, was ich gerade Lust habe drauf. Ja, ist ganz normal. Aber ein Glumanto wollte ich doch haben. So, mal kurz schauen. Ich habe kein Boot. Egal. Was machst du, Goldin? Ein bisschen herumfischen. So, wie haben wir das Kapitel auf KP4? Gerade nicht kämpfen. Wir gehen nach Südwesten. Das ist ziemlich gut. Was haben wir da noch? Nix, nix, nix Wichtiges. Ich sehe gerade nichts. Nichts Anständiges. Wir gehen einfach weiter hier nach Südosten. Oder eher nach Osten jetzt. Was haben wir im Osten eigentlich? Gebirge wieder. Naja. Also ein bisschen Gold abbauen. Genau. Noch das Headset angemacht, damit ich hier das höre zwischendurch. Ja, ich habe halt gegessen und dann kam es einfach so. Boah. Gut, wird zu schnell. Eine Reparaturhelm ist nicht schlecht. Ach komm, wir nehmen die Sachen mit. So langsam haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Und Panikorn ist genau das Pokémon, das ich eigentlich brauche. Ja, komm, wir fangen es. Ja, das ist also Pinocchio, wie das heißt, Schalocco. Das hat ein Pokémon, was gut irgendwelche Gegner schwächen kann, Statusveränderungen machen kann und so. Also eigentlich möchte ich einen Knilz, aber ich habe jetzt kein einziges Knilz mehr gesehen, oder? Vielleicht in solch einem Biom, also in einem Wald. Ja, da haben wir eher Bären. Welche Bären-Pokémone? Gut. Ja. Spawnen nicht so viele Pokémon gerade. Schade. Aber gut. Ja, und wir müssen uns so langsam ein bisschen auch noch ans, ja, Farmen von irgendwelchen Apikokos und so kümmern oder zwischendurch. Okay, hier haben wir ein Blattsteinerz. Gut, dass die auch jetzt langsam wissen, wo die sind, oder? In welchem Wald und da ist. Und hier ist auch irgendwie die Sommerform. Oh nein, das ist wahrscheinlich die Frühlingform hier. Hm? Gut. Wenn wir ein Pokémon, also einen Schmetterling, einen schwarzen sehen oder so, der hat immer andere Farben, glaube ich, 20 verschiedene Farben und Muster oder beides zusammen. Und die, jo, lohnen sich zu fangen immer wieder. Alle Muster zu bekommen. Ja, schauen wir mal. Wir können sicher auch, ja, die alle irgendwie lagern. Also, wir tun mal den Baum auf die Seite fällen. Okay, die können wir auch, die.
Die Wurzeln können wir auch noch ummachen. So, da haben wir irgendwelche grünen Eichen. Genau. Aber die geben nichts, oder? Vielleicht Sticks. Brauchen wir nicht zu machen. Also vier haben wir schon mal, das reicht mal. Machen wir doch irgendeinen Wegpunkt. Gut, also wir reichen mal. Ich möchte mich eher um die Pokémon kümmern. Wir sind jetzt doch im Süden. Wir müssen langsam in den Osten. Einfach mal ein paar Pokémon hier suchen. Genau, das ist ja ein neues Biom wieder. Der Wald gefällt mir tausendmal besser so. Und wir haben Knilz hier. Das mag ich aber jetzt nicht zu fangen. Okay, es sind einfach Pokémon, die auch ein bisschen waldisch sind. Was tropisch? Knofenser ist eher tropisch. Okay. Ja, sonst. Okay, Trainer. Bevor da dieses eine Zenti da, das Anfangs-Legendary, gespawnt ist, habe ich ganz viele Trainer ganz östlich von unserem Ding gesehen, weil ich ja noch das Manapi gesucht habe. Ein Glücksei, cool. Haben wir aber, glaube ich, schon. Gehen schon wieder nach Süden. Gehen ständig irgendwie nach Süden. Ich will aber oben bleiben. Ich möchte hier ums Gebirge irgendwie kommen. Ich muss unbedingt ein Boot wiederfinden. Wo haben wir das liegen gelassen? Jo. So, also, wir haben kein Pokémon zum Reiten. Es geht ja nicht, das Pampool, das haben wir schon probiert, oder? Doch, wir können reiten. Wir hätten es schon früher ausprobieren sollen. Was war's dieses? F5-Taste. Boah, ist das schnell. Okay, dann sind wir natürlich wieder ein bisschen schneller unterwegs, das ist gut. Boah, ist aber genauso wie die Pferde, ungestüm und sehr sensibel. Ah, die Vorentwicklung von Kikli und Nocturne. Genau. Okay, das ist ein komisches Pokémon. Da ganz oben irgendwas. Schneebär, Schneebär. Ganz oben habe ich gesagt. Ja, einen Panzereron. Krass. Das ist so ein Stahlvogel-Pokémon. Und eine Sumpfregion haben wir hier auch. Wir gehen langsam nicht mehr nach Osten. Wir streifen immer ab. Gehen wir hier wieder runter. Also, das ist ja toll, dass wir dieses Pokémon noch gefangen haben. Aber es ist wirklich ein. Es ist ein Pferd, die hätten das viel mehr verändern sollen. Das ist ja krass, wie. Na gut, schauen wir, was das ist. So. Ah, ein Mirabla. Okay. Gut, man muss nur ausprobieren manchmal. Nur einfach direkt. Ach komm. Egal. Irgendwie direkt einfach ausprobieren. Kann es fliegen? Kann es tauchen? Also können wir es hier im Wasser benutzen? Gut. Können wir es. Ja, endlich mal ein Dorf wieder. Geil. Können wir es mit dem Fliegen oder so? Ja, das müssen wir immer wieder ein bisschen aussuchen. Ausprobieren. Immer schön ausprobieren. Nicht sagen. Nicht versagen mit dem Zagen. Ein Eisbrocken. Hagelsturm ist nicht so gut. Okay, zusätzliche XP im Kampf, klar. Und hier haben wir wieder Flottbälle. Yay. Okay. Wieder den gleichen Shot. Naja. Okay, Pokémon Center, das ist das Wichtigste.
richtig. Also, ich möchte euch das Ding zeigen. Das Taubsi in Rose. Das Scholoke möchte ich gerne equippen. Genau, das austauschen. Das ist nur eine Bärlauf. Glumanda muss ich jetzt nicht unbedingt trainieren. Das habt ihr schon ein paar Mal gesehen, eventuell. Ich möchte gerne Taubsi mit. Ja, Knofenz ist eigentlich gut, aber. Wir haben jetzt schon Loco. Also Knofenz reintun. Und hier haben wir wirklich Mitnahme. Verteidigung geht runter. Füllerei. Nein, wir haben nicht. Okay, wir müssen nochmals ein Zickzacks fangen. Ja, ist egal. Also, dann gehen wir doch weiter. Haben wir noch kurz Flottbälle, genau. So. Tamotbeeren haben wir, glaube ich, schon angepflanzt. Also ein Wiederball wäre auch nicht schlecht. So. Und ja, da habe ich noch anderen Loot drin, stimmt. Ist egal. Was brauchen wir nicht so unbedingt? Eigentlich alles, aber. Ach, egal. So viele Superbälle brauchen wir auch nicht. Gut, das ist wieder eine grüne Stadt hier. Ist oft, hä? Also ich muss wieder anders schauen. Vielleicht hier irgendwas noch drin. Schutz. Tja. Ah, hier. Okay, gut. Also. Nein. Nichts. Nichts, ja. Gut, dann gehen wir schon mal weiter. Ich brauche ja andere Biome. Ich brauche vielleicht hier. So. Ich brauche andere Pokémon. Okay, ich dachte schon eine andere Farbe von Tätigosa. Keine Ahnung. Jo. Sieht noch nicht so gut aus. Ja. Wir gehen wieder übers Gebirge. Ach komm, setz dich doch hin. Bleibst du einfach auch so. Weil das, mit dem kann man schon sehr gut übers Gebirge gehen. Dass er jeden Block überspringt einfach. So, und oh. Geht ein bisschen langsam. Ah, muss hier so ein. Und up. Genau. Ist viel besseres Pferd. Ist einfach sehr geil. Fällt es in den Tiefschnee? Denke nicht. Und nein. Hey, wieso? Komm, bis man wieder aufgeladen hat. So. Ist irgendwie Huhu geworden. Mackelsteck ist hier wieder. Was ist das schon wieder? Was ist denn das immer? Es zeigt es nicht an. Dort ist irgendwie eine Ruine. Dort will ich noch kurz hin. Ja, da gehen wir dann im nächsten Part hin. Der Part ist leider schon wieder vollzählig von der Dauer. Ich weiß nicht, ob es, wenn ihr wirklich ein bisschen mehr schaut oder so, kann ich mal längere Parts machen zwischendurch. Aber es bringt noch nicht so viel. Also die meisten schauen kurz rein, sehen, oh, der redet Deutsch oder so. Meistens ist es so, dass sie es nicht im Titel lesen oder ja, in der Beschreibung. Oder dass irgendwie etwas anderes ist.
dass einfach die Aufruferzahl jetzt nicht unbedingt so mega groß sind, oder? Oder einfach, dass ihr keine Lust habt, natürlich. Okay, so eine Kirche, die habe ich schon mal gesehen. Weiß nicht mehr wo. In einem alten Let's Play vielleicht. Apikobeere. Ich tue mein Buch nicht mitnehmen. Oder mal kurz schauen, ob ich es decken kann. Brot kann ich wieder decken. Dann nehme ich das Buch wieder mit. Und hier haben wir auch wieder einen Zaubertisch. Was ist das? Galanus. Alte Krone. Ja, Zaubertisch wieder. Ist nicht so wichtig. Okay, in der Kirche machen wir Stopp. Also, ja, ein kleiner Stopp. Bis zur nächsten Aufnahme oder so. Tschüss.